wir beschäftigen uns, wie das die Frau Dieter Hüben auch schon gesagt hat, schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit und sozusagen Inklusion als Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie der WW International AG in all ihren Handelsformen. Das ist das, was Sie im Wesentlichen auch kennen, Billa, Merkur, Penny, ADEC und BIPA. Und da bin ich jetzt beim Dr. Hanik, der war sozusagen für mich jetzt in meiner Funktion ein sehr prägendes Erlebnis. Wir haben es gerade nochmal ausgetauscht, im Jahr 2008 hat er mir nämlich einen Brief geschrieben und war ganz erbost. Und dann habe ich ihn relativ schnell zurückgerufen, da war er, glaube ich, ein bisschen überrascht. Und dann haben wir uns bei Ihnen im Büro, im Parlament getroffen und das war sozusagen mein erster direkter Bezug mit dem Thema. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir dann vereinbart, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, dass wir, also unsere Techniker, unsere Leute, die sozusagen die Filialen dann bauen, einfach mal sich auf die Sichtweise eines Behinderten einlassen. Und dann ist im Laufe der Jahre daraus also das entstanden, was wir Ihnen heute auch ein bisschen zeigen wollen. Hier haben wir den haptischen Übersichtsplan der Filiale. Der soll blinden Menschen unter anderem dabei helfen, sich im grundsätzlich fremden Raum zu orientieren. Außerdem gibt es eine Glocke, bei der man Hilfe rufen kann. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter wird gebeten, zum Infopoint zu kommen. Wow. Hi. Hallo. Sie sind wirklich gekommen? Ja. Super, vielen Dank. Bitteschön, gerne. Eine weitere Innovation hier sind die Wagen. Die sind nämlich runterfahrbar. Hier in der Seite. Hier in der Seite kann man eben mit dem Rolli schön drunter fahren und kommt besser ran. Außerdem sollen die Displays schwarz-weiß, sehr kontrastreich und damit leichter zu lesen. Hier haben wir die Inklusionsschleifen, der Punkt, an dem man sich hinstellen soll, um mit dem Personal der Feinkost zu kommunizieren, wenn man Hörgeräteträger ist. Jetzt der Klo-Check. Licht an. Wie geht das? Okay, also der Schalter ist Brusthöhe ungefähr, das ist viel zu hoch. Das WC ist sehr, sehr groß, ca. 5 Quadratmeter, mehrere Spülmöglichkeiten. Und die Notruftaste. Es gibt so nichts zum Meckern. Machst du mal die Tür zu. Ein Problem ist jetzt auch der schmale Griff zum Zusperren. Den kann man als Rollifahrer nur schwer greifen. Und man muss viel Kraft aufwenden. Außerdem ist der Kleiderhaken eigentlich unerreichbar für Rollstuhlfahrer. Das Waschbecken ist, wie in den meisten Fällen, ein Riesenwaschbecken. Ich persönlich bevorzuge ja die Gästewaschbecken, weil sie kleiner sind, mehr Raum lassen zum Manövrieren und man sich genauso einfach dabei damit die Hände waschen kann. Der Handtuchhalter ist auch wieder ziemlich hoch angebracht. Großartig ist dieser neue Bankomat-Schwenkarm. Man kann ihn rausziehen, praktisch über die Kante der Kasse und hoch und wieder senken. So, wegschauen! Somit ist es für Rollstuhlfahrer super einfach, die Bankomatkasse zu verwenden. Ach, falsch.
sehr gerne Leute zuschauen. Außerdem ist hinter der Bankomatkasse noch ein zusätzliches Display, das die Preise und die Zahlen alles anzeigt, auch in Schwarz und Weiß mit super Kontraste und Schirmen. So bezahlt man heute. Danke. Bitte. So, jetzt darfst du wieder aufhören zum Filmen. Das war's mit meinem Accessibility Check hier in der Prototyp-Filiale der Bilder in Simmering. Ich muss sagen, sie haben sich bemüht. Etwas enttäuscht bin ich wegen der Toilette, weil da gibt es ein paar Dinge, wo ich mir denke, wenn sie sich bei den anderen Sachen so viel Gedanken gemacht haben, wie kann man dann einen Lichtschalter so hoch montieren? Aber es ist so und sie bemühen sich jetzt und ich glaube, dass das nicht nur leeres Gerede ist, sondern die werden das wirklich jetzt bald in die Hand nehmen und reparieren, weil sie ihr Projekt jetzt ziemlich ernst nehmen bei der Villa oder beim Rewe-Konzern. Und wie gesagt, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich das sage, sondern ich sage es, weil ich es wirklich glaube. Das heißt, ich wünsche mir und ich glaube auch andere behinderte Menschen, dass es mehr solche Filialen gibt. Und ich kann nur sagen, Spar, reiß dir am Riemen, es wird Zeit. Das war's mit diesem Accessibility Check. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da und schreibt uns in den Kommentaren. Das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.